Wir sind hier an der Parete San Paolo. Hinter uns sehen wir den Burgfelsen von Arco und den Monte Colodri. Und hier in der vierten Seillänge der Via Scanza Fatiche können wir uns der vertikalen Wandkletterei annähern. Die Führe führt von rechts nach links ansteigend in die Wand hinein. In der Kunst der empfindsamen Bewegung versucht man nicht sogleich gegen die Wand in Angriff zu gehen, sondern langsam und übersichtlich Schritt für Schritt sich an sie heranzutasten. Hierzu ist ein präzises Steigen notwendig. Auch die Hände fassen die Griffe nicht sogleich mit einer maximalen Fingerkraft, sondern die Griffe werden vom Tastsinn erspürt und mit den Augen wahrgenommen. Diese Wahrnehmung, vor allem über das Ertasten und bewusste Erspüren der Griffe, ist sehr wichtig, da sie die Beziehung zum Fels herstellt und in weiterer Folge die eigene Sicherheit in der Bewegung fördert. Würde zum Beispiel Angst bestehen, ist die Wahrnehmung erschwert und die weitere Bewegung kann nicht mehr leicht und gelöst ausgeführt werden. Wichtig ist es immer wieder, die Übersicht zu gewinnen. Dabei kann man sich der Gliederung von stabilem Stand, die Hüften sind nahe am Fels, der Aufrichtung der Wirbelsäule und der Gelöstheit im Schulter- und Nackenbereich bewusst werden. Der Kopf- und Gesichtssinn behält oder stellt immer wieder eine Übersicht her. Interessant ist die Bewegung der Wirbelsäule und des Körperschwerpunktes, der sein Gewicht über der Standfläche hin und her verlagert. So balanciert man sich durch die Wand. Je steiler die Wand wird, umso mehr muss sich die Wirbelsäule gegen die abbrechende Wand aufrichten. Es beginnt sich mit zunehmender Schwierigkeit der Schultergürtel zu verspannen, was für die Kunst des Kletterns nicht vorteilhaft ist, da die Bewegung nicht mehr entspannt, natürlich und frei ist, sondern sich an den Körper fixiert. Auch der Atem kann nicht mehr frei und weit fließen.